Mahlzeit, ich schlafe wieder, Knochen wieder hier. Heute spiele ich ein weiteres Hoppe-Studio-Spiel. Hoppe-Studio, ich sag mal Hoppe AG. Aber die Hoppe AG ist tatsächlich ein Hersteller für Fenstergriffe und Türgriffe und dergleichen. Also Hoppe-Studio. Dieses Mal Mars Battle. Und die haben so viele von diesen Spielen. Aber Mars Battle ist das vorletzte, das an den Start gegangen ist. Anfang 2018, wenn ich mich recht entsinne. Während Panzer Rush, ja, das im September 2018 an den Start gegangen ist. Das ist bisher auch das letzte Spiel. Welches sie fertig gemacht haben. Die machen ungefähr 2 Spiele im Jahr. Und ja, wie gesagt, dann haben wir jetzt hier Mars Battle. Ich muss hier natürlich wieder mal das simple Tutorial machen, ganz einfach. Und werde jetzt hier mal eben meine Dinge auswählen. So, dann muss ich jetzt hier rüber und werde die angreifen müssen. Oh, die bewegen sich, ich wollte gerade sagen, die bewegen sich aber langsam. Okay. Ich sehe diese Laserstrahlen, die sehen aus wie bei Astro Conquest, welches ich im Moment nicht spiele. Das hat mich einfach nicht überzeugt. Ist auch nicht schlimm. Ich habe ja nur 10er investiert. War aber echt nicht mein Ding. War echt nicht mein Ding. Hat mir leider nicht so Spaß gemacht. Spiele ich das halt nicht weiter. Hier, Gegner im Kriegsnebel. Ah, okay, Basis angreifen, ja. Okay, mache ich. Ist ja halt ein ganz simples Tutorial hier, ne? Man kennt ja die alten Geschichten. Obwohl ich so eine Sachen im Weltraum interessant finde. Hier ist aber so, hier sind wir auf dem Mars. Ich glaube, ich brauche tatsächlich auch einen Untergrund. Astro Conquest war in Ordnung. Ich sag mal, sah das Geschütz genauso aus wie bei Astro Conquest jetzt. So, jetzt muss ich mit dem Ding reinfahren. Ist ja irgendwie immer das gleiche Spielprinzip, ne? Also jetzt wird hier erobert. Ein Conqueror, die heißen auch irgendwie alle gleich. Ich habe eigentlich auf Deutsch, ich habe es auf Deutsch eingestellt, aber irgendwie hat nicht so Bock drauf, keine Ahnung. So, was nun? Ach so, hier, was produziert Beton und baut 3 Betonfabriken? Fabriken. Was ist denn hier Beton? Betonfabrik. Oh nee, nein, nicht schon wieder mit, dass nicht automatisch produziert wird. Tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn ich die ganze Zeit jetzt hier selber klicken müsste, wieder mal. So, hier ist auf jeden Fall, können wir nebenbei mal gucken. Okay, noch nicht viel zu sehen. Mars Battle, klar, wir sehen das Logo. Okay, gut, das war's hier. So, komm, mach hin. Ach, ich könnte das beschleunigen, denke ich mal, oder? Ich habe Beton produziert, glaube ich. Ich habe Beton produziert, anstatt eine Basis zu bauen hier. Okay, jetzt kommen hier die KI und machen so ein bisschen Stunk. Das war mein Fehler. Ich habe gar nicht... So, Beton verdient... Jetzt weiß ich nicht, Bau 3 auf Level 3 oder so, habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Die Grafik sieht ein bisschen niedriger aus. So das Feuer hier, ne? Kann ich aber auch nicht allzu viel zu sagen jetzt, ehrlich gesagt. So, komm, einmal bauen wir da aus. Das sind jetzt 45 Sekunden, steht der Stand. Da stand 45 Sekunden, ja. So lange braucht er gar nicht. Gut. Der sieht ein bisschen anders aus. Erinnert mich so an Spiele so um die Jahrtausendwende. Ne? Bau nun 3 Metallfabriken und produziere Beton. Was? Die Beton produziere ich. Metallfabrik ist das hier. Es erinnert mich so an Strategiespiele, so wie das alte Fallout oder kennt ihr mal noch die ersten beiden Sudden Strike Teile oder Close Combat oder ja alles was so an Strategiespielen also gegen Ende des letzten Jahrtausends und um die Jahrtausendwende so, ne, so also 98, 99, 2000, 2001, so ein Zeug, so sieht das aus und das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag das. Die haben das hier in Ordnung gemacht. Ich meine, für die, ich weiß nicht, wie schwierig das für die ist, diese Spiele zu produzieren. Und wie viel da überhaupt mit dran beteiligt sind. Ne? Kann es sein, dass es nur 5 Leute sind, die diese Spiele machen. Dann dauert es natürlich ein bisschen, aber so. Im Moment finde ich es witzig. Aber gut, das fand ich bei Astro Conquest auch. Hat mich leider, wie gesagt, nicht überzeugt. Produziere Metall und baue 20 Kampfroboter. Pass auf. Hier. Kampfroboter, was denn hier? Und das Ding. Will er mir jetzt echt erzählen, die muss ich einzeln. Ja, der hätte mir übrigens auch mal ein Gold hier schenken können oder sowas. Gut, muss ich die Kackdinger jetzt einzeln. Pfeff. Der Name sagt mir was. Wie heißen die? Fevarola. Danseka. Hör mir auf. Die haben dieselben Namen wie bei Astro Conquest, die Raumschiffe. Die heißen alle genauso. Ich erkenne doch die Namen. Okay, der Jammer hier jetzt nicht, aber so die endliche Zendosan auch. Eroberungsfahrzeug blöd platziert, da kommt man erstmal gar nicht drauf. Aber also muss ich mir merken, dass das hier ist, ne? Nicht, dass ich das immer suche dann. Zu wenig Metall. Okay. Jetzt will er echt das, könnte natürlich ein Weilchen dauern.
Ich gucke gerade, wie viel Metall produziert er? 15,8, 19,4. Gut, hatte ich letztens auch. Da musste ich auch eine ganze Weile produzieren. Ich weiß noch, bei Astral Conquest, wie ich nicht wusste, wie man produziert, ne? Aber ich weiß nicht, warum deren Weltraumspiele den ganzen Kram, also nichts haben, was man irgendwie, wo man automatisch produziert, außer jetzt gegen Gold, ne? Die halt nicht automatisch produzieren, so wie verdammt nochmal bei Panzer Rush. Ja, das ist irgendwie nervig. Gut, aber kann man halt auch nicht ändern. Ich werde jetzt hier weiter produzieren. 19.000. Dann müsste der nächste ja fast 20.000. Also da war es jedenfalls immer teurer dann, ne? Auf Dauer. So, jetzt muss ich erstmal noch. Oh, ich muss weiter produzieren. Das könnte noch ein Weilchen dauern. Ich mache hier eine kurze Unterbrechung und mache dann in der Zeit erstmal weiter, bis ich die fertig habe. Werde dann wohl auf eine neue Karte geschmissen. Und also ich mache jetzt erstmal Tutorial zu Ende, ne? So machen wir das. Also, bis gleich. Also ich sehe gerade, ich muss gar nicht weiter produzieren. Ich dachte, wie viel stand da? 13 oder was? Ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf. Offensichtlich reicht das, so wie ich es jetzt habe. Also klicke ich die an. So, und muss jetzt mit denen darüber. Was mit uns zerstört und was ist Beobachtungsfahrzeug? Jo, machen wir alles. Wenn ihr so ein bisschen Brutzel- und Zischelgeräusche hört, hier wird gerade nebenbei noch gekocht und die Tür ist nicht ganz zu und ne? Solche Geschichten halt vollkommen uninteressant, aber wenn man da trotzdem so. So, mal gucken, wie schnell die sind. Es geht. Ich könnte hier, glaube ich, gleich schon so ein Ding bauen, oder? Eroberungsfahrzeug war der hier. Ne, der, da ist er. Zu wenig Metall. Pass auf, schnell produzieren. So, ich dürfte ja nur ein oder zwei Geschütze sein. Ich glaube, da oben ist nur das eine. Aber ich finde es interessant, es gefällt mir optisch ein bisschen besser eigentlich als wie hieß es? Guck mal, hier ist dann automatisch einer. Okay, haben sie mir schon hingeschmettert hier. Automatisch ist er erschienen. Weil das stand, das war letztens bei Astro Conquest auch, da stand dann auch Bau, aber er war schon da. Er ist dann automatisch erschienen. Also von der Grafik insgesamt her war am besten, glaube ich, Astral Conquest. Aber vom Spielspaß würde ich im Moment Panzer Rush sagen. Und das hier ist an sich so relativ interessant. Glückwunsch zum Bestehen der Trainingsmap. So, Enter zum Chatten. Mal gucken, wo ich gelandet bin. Jetzt bin ich wieder in irgendeiner Truppe drin. Deutsche, fickt euch alle. Du bist selber ein Arschloch. Noch so ein Idiot. Wie, du? Warum? Oh ja, geht ja gut ab. Hey, ganz ehrlich, an Studio Hoppe, ich spiele lieber. Okay, ja, dann haben wir. Ey. Ich denke mir gerade, verdammte Axt, wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Aber ich sehe gerade. Warum Mask Girl schreibt Mask Girl? Irgendwas stimmt hier mit dem Ding nicht. Also, wir haben jetzt 17:04. Und was ich hier lese, ist von 17:39. Das ist also von davor. Vom Vortag. Und seitdem hat keiner irgendwas geschrieben hier. Das ist so obskur. Und mit so einem kaputten Typen hier. Jetzt muss ich aber auch wirklich mal was gucken. Und zwar die Ali. So, der Leader war hier seit 24 Stunden nicht da. Okay, gut. Macht ja erstmal nichts. Ist auch der Einzige hier mit 12 Basen. So, ich bin hier schon mit 494 Punkten. Das ist doch ein. Das ist wieder so ein Trupp, da brauchst du nicht rein. Echt, da brauchst du nicht reingehen. Ja, und ich gehe hier auch nicht rein. Also, ich brauche hier nicht lange bleiben. Ich hau hier gleich wieder ab. Ganz im Ernst. Ja, ich kann mit so einem Trupp. Mit sowas kann ich nichts anfangen hier. Oh, Titanium ist auch hier wieder die Währung. Okay, cool. Also, ich brauche die überhaupt nicht. Und, ja, okay, gut. Ich muss mal kurz eine Pause machen. Mir wird hier was mitgeteilt. Ich muss hier kurz was erledigen. Uppala. Bis gleich. So, also das war ja nur eine kurze Interruption. Es ging um. Ich habe ja vorher erzählt, dass hier gekocht wird, ne? Und jetzt, ja, das Hackfleisch ist vergammelt und eigentlich wollten wir gefüllte Hackbällchen machen in Tomatensauce mit Reis und ja, das jetzt müssen wir irgendwie improvisieren. Oder sie, weil ich bin ja hier beschäftigt. Gut, ich sehe, ich habe schon ein paar dieser Türme hier. Tauwische, wie auch immer. 10 Stück zum 10-mal billiger bauen. Das Ding braucht 9 Sekunden. Okay, da kann ich mir ein paar bauen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich mich befinde. Hier befinde ich mich. Die Karte muss ja auch nagelneu sein. Wir gucken mal eben auf der Karte. Ja, 122 ist die aktuelle von heute oder von gestern zumindest. So, das heißt, hier kann ich noch ein bisschen was machen. Ich habe ja auch kein. Ich habe nichts aufgeladen. Ich werde auch erstmal nichts aufladen. Heißt, ich werde es so probieren. Hier, ich werde mir also ein paar von den gelben Basen holen. Ich sollte eigentlich schon mal anfangen am besten. Fällt mir gerade auf. So, komm, gib mal was hier. Eine Stunde kostet ein Titan. Gut, klar, könnte man hier diese.
Detektor? Nee, die sind das nicht. Wie heißen denn die kleinen Facker hier? Wo sind die? Eroberungsfahrzeug. Pass mal, ich habe nur 1000 Metall. Okay. Guti. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ein bisschen aufbauen. So, das ist eine Kraftstoffraffinerie. Was haben wir denn hier? Was ist denn das für ein Ding? Metallraffinerie? Ja, doch, genau so. Was brauche ich? So. Das ist natürlich umständlich. Mich ärgert das, dass es nicht mehr produziert, als es eigentlich produziert. Also, mich ärgert das, dass ich das jetzt wieder alles manuell machen muss, ne? Und das zieht sich doch wieder ewig hin. Und das ist halt echt der Fuck hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, so blöd das klingt, aber das ist es doch halt. Ne? Jetzt bist du wieder ewig beschäftigt, hier Sachen fertig zu bekommen. So, produziert der das Metall oder habe ich jetzt das Falsche gebaut? Ja, 200. Ey, hör mal auf da. So, was kosten denn die Knüppel hier? 85.000. Das heißt, die sind schon günstiger als... Ja, okay. Gut, gut gepanzert. Basiskampfbums hier. Gut gegen Bodenziele zum Metz. Die sind ja alle effen teuer. Guck mal, wie teuer der Kack ist. Als Scout nutzbar. Ja, toll. 49.000. Das kann doch nicht sein. Exportfrachter. Ey, jetzt mal. Habt ihr eine Macke? Habt ihr eine Macke? Ey, nichts für ungut, aber das sind ja Preise hier, also die man braucht. Warum kann ich überhaupt so wenig produzieren? Das ist ja gar nichts hier. Und das Spiel ist schon eine halbe Ewigkeit schon auf dem Markt hier, ne? Jetzt habe ich 1800 Metall. Was brauche ich jetzt zum Weiteraufbau? 3000 Metall. Alter, hau mich weg, du. Jesus, jetzt mal ganz im Ernst. So, was steht denn hier? Hier müsste eingeschützt stehen. Ja, eingeschützt ist hier oben drauf. Aber ey, ich bin gerade echt geflasht, sag ich mal ganz ehrlich. Ja, also geblitzt. Ich bin gerade echt geblitzt hier von den Preisen. Hier ist ja nichts, was auch nur ein Apfel und ein Ei kostet, was man mal eben schnell hier produzieren kann. 950.000, 850.000. Habt ihr eine Murmel? Hier 900, okay, ja, da klar, die Exportfrachter, die kosten nichts. Aber hier 250.000, 75.000, das ist das günstigste. 600.000, ja, die 75.000, das ist das günstigste. Ja, nee, hier 49.000, schwaches Fahrzeug, gut gegen Bodenziele, ansonsten aber überhaupt keinen Nutzen. Ja. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Echt, das ist Hardcore. Das heißt, ich müsste ja hier jetzt diese Exportfrachter bauen. Um dann eine Produktionsschleife. Ach, hier einmal gerade das Metall. Wieso klicke ich da die ganze Zeit drauf? Okay, ich müsste es aber trotzdem nach und nach ausbauen. Gut, klicke ich drauf, denn das ist, was ich brauche. Brauche ich Unmengen von. Alter, echt. Macht einen ja irre. So, Mineral, irgendwas hier. Habe ich auch nichts. Okay, ich kann die noch ausbauen, aber ich kann nichts davon produzieren dann. Das sehe ich gerade. Das heißt, ich müsste das abbrechen. Und ganz ehrlich, Studio Hoppe, ich lasse das erstmal hier laufen jetzt wohl eine Stunde und werde da jetzt gar nichts groß machen, bis ich dann, ja, dementsprechend weitermachen kann. Also, warte mal, was kosten die hier, Mineraldings hier, habe ich auch nicht, siehst du? Die kostet ein Titan. Ich könnte ein paar von den Frachtern bauen, so nebenbei, und würde dann wohl das Ding, ja, würde dann halt schauen, dass ich halt irgendwie automatisch ein paar Sachen noch herstelle. Vielleicht würde ich jetzt, ich baue jetzt erstmal die Raffinerie aus. Ich habe nur noch, warte mal, so gucken, dass ich mit diesem verdammten Beton und so hinkomme. Ne? Okay, der braucht 2000 Beton. Das heißt, ich baue jetzt einmal die Raffinerie aus und dann hier nebenbei so ein bisschen und muss halt gucken, dass das dann hinkommt. Ne? Aber hier hätte ich zum Beispiel auch keinen gratis Beton. Okay, ich baue jetzt erstmal die Metallraffinerie aus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gucke. Ich bin so wirklich erschüttert. Ja, das ist ja ultra brutal teuer. Und das ist meine Hauptbasis, da müsste ich doch Unmengen Zeug haben. Da frage ich mich, was ist bei den anderen Sachen? Und jetzt ganz im Ernst, wenn das Spiel so ist, ich weiß, dass sie es gerne ein bisschen kniffliger machen vielleicht, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel ist seit einem Jahr auf dem Markt und ihr habt nichts dazu gepackt. Es gibt nur irgendwie, weiß ich nicht, 10 Truppentypen oder so? Echt jetzt? Ja? Ist das euer Ernst? Kein Scheiß? Echt? Gut, ja, wie gesagt, dann würde ich das jetzt so machen.
müsste eigentlich auch gleich ein bisschen mehr produzieren. Lass sie dann erstmal durchlaufen und muss halt schauen, dass ich so nach und nach. Also es wird knifflig hier. Es wird knifflig. Obwohl ich mir wieder vorstelle, wenn wer jetzt hier einen Zehner investiert, ne, und die alle wegprügelt hier, ne, der ist wahrscheinlich der King. Da kann ich so eine Karte alleine einnehmen hier. Ganz im Ernst, ne? Mit Verlaub. Gut, wie gesagt, ich werde jetzt hier wohl erstmal diese Dinge produzieren. Ich weiß nicht, wie viele, soweit es geht, aber ich sehe gerade, okay, ich habe 10.000 Kraftstoff. Das sind natürlich alles Sachen, muss ich dann auch wieder produzieren. Dann geht es da wieder weiter und da wieder weiter. Und also ich werde gar nicht 10 Stück bauen können, denn da bräuchte ich über 20.000 Kraftstoff. Da habe ich gar nicht. Mineral habe ich auch nicht. Ich kann die gar nicht produzieren. Das heißt, richtig dumm gemacht. Ich muss sagen, wirklich, jetzt, das ist so scheiße gemacht. Ja, vom Entwickler hier. Ich nenne seinen Namen nicht nochmal. So dämlich gemacht. Dass ich mir, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Ja. Wollt ihr es den Leuten gleich am Anfang vermiesen, dass sie wirklich bei dem Spiel bleiben? Ich glaube, der Trick ist, oder der Sinn dahinter ist so, dass sie sich dachten, okay, pass mal auf, die geben gleich am Anfang, geben sie Geld aus, weil sie gar keinen Bock haben, dass sie sich damit ewig hier zu beschäftigen. Ja, aber dass sie vielleicht gleich sagen, gleich am Anfang sagen, so wie die hier in dem Chat noch von dieser Truppe, wo ich gerade noch war, ey, kein Bock auf den Scheiß, nee, komm, behaltet mal euren Müll hier, dann lieber Delta Wars, Panzer Rush oder so, aber den Dreck hier haben wir gar keinen Bock drauf. Ja. Darauf sind sie nicht gekommen. Dass sie vielleicht sowas sagen könnten. So, das heißt, ich werde jetzt nach und nach hier ein bisschen produzieren. Ich mu muss wohl erstmal die Dinger hier bauen, um dann zu schauen, ob ich da dann was produziere. Aber wohl, ich kann mir einmal noch die Betonfabrik hier bauen oder was ist denn das andere hier? Ja, das kommt halt so nach und nach, Kraftstoffraffinerie und so. Also vom Aufwand her so ähnlich wie bei Astro Conquest. Aber ich schmeiße es noch nicht gleich weg, aber es ist wirklich, ist ja tierisch teuer. Alter Verwalter. Ist das ein teures Zeug? Wirklich, hardcore. Also, ja, gut. Also, wie gesagt, erstmal gibt es ein Päuschen, ich knall den Rest dann hinten ran. Ne? Vielleicht sogar kommentiert. Mal gucken. Ja, also bis später dann, Leute.